Hey, du da, du Dicker. Du stehst im Weg herum. Was? Hallo, großer Mann, darf ich mal deine Nase packen? Ist die echt? Natürlich ist die echt, du Schotznase. Was soll denn das? Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ups, das ist ja doch. Du Sau. Ging es eigentlich noch eins weiter hoch? Aber ich kann... Essensreste, das ist Schildkrötenfutter. Müssen wir mal überlegen, was... Auch nicht, okay. Hallo? Gute Frau? Hallo, ihr jungen Leute. Ich heiße Magda. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Sei gegrüßt, Magda. Was tut ihr hier? Ich lebe hier mit meinen drei Enkeln. Sie haben vor vielen Jahren ihre Eltern verloren. Anfangs sind wir kaum über die Runden gekommen, aber seit einem Jahr trainieren sie ihre Schildkröten für die Rennen im Wirtshaus. Habt ihr denn niemanden, der euch bei der Erziehung eurer Enkel hilft? Nein, guter Mann. Seit mein Gatte vor 3 Jahren in der Kanalisation verschwunden ist, bin ich ganz alleine. Oh. Erzählt mir von eurem Gatten. Der arme Joini. Joini? Joini? Keine Ahnung. Joini. Joini. Bah. Er war der einzige Kanalarbeiter der Stadt. Keine schöne Arbeit, aber gut entlohnt. In den Jahren vor seinem Verschwinden wurde es jedoch zunehmend gefährlicher. Finstere Wesen begannen, in den unterirdischen Gängen umzugehen. Eines Tages kehrte er nicht von der Arbeit zurück. Seither kann kein Mensch mehr die Kanalisation betreten und ich warte immer noch auf Kunde von meinem Mann. Sollten wir etwas über ihn erfahren, werden wir euch benachrichtigen, Magda. Wir helfen euch bestimmt. Erzählt mir was über die Stadt, komm. Ich war schon lange nicht mehr draußen. Es ist gefährlich für alte Frauen wie mich. Meine Enkel sind meist im Wirtshaus zum polierten Panzer, wenn sie nicht gerade hier ihre Tiere trainieren. Der jüngste Michel geht noch in den Kindergarten von Vater Medarius. Ihr findet ihn ein Haus weiter. Gut, da waren wir. Okay, das haben wir schon gehört. Perfekt, die anderen zwei sind also oben und trainieren. Vorwärts, Aratello! Du musst schneller, so schneller gehen. Guten Tag, ich bin Donna. Und wer seid ihr? Ihr seht aus wie eine Gruppe Abenteurer. Ich kenne mich damit aus, weil mein Schwarm auch immer mit solchen Leuten unterwegs ist. Klar sind wir Abenteurer. Wir sind schon ziemlich weit herumgekommen, musst du wissen. Und die ganzen Abenteuer, die wir erlebt haben, boah, ich kann dir sagen. Komm, Grandi, gib mal nicht so an. Ach, Menno, Libra. Oh. Ein paar kleine Heldentaten waren doch echt dabei. Ja, wer ist denn dein Schwarm? Ja, war klar, dass dieser Roncalo. Alle Mädchen fliegen auf den. Er ist ja auch so süß. Und ein Held wie aus den Märchen. Er ist immer bei den Krötenrennen dabei und er setzt immer auf Donatello. Sicher meinetwegen. Ja, sicher. Was machst du denn da? Ich trainiere Donatello für das nächste Rennen. Mein Bruder Leo trainiert auch den ganzen Tag. Da darf ich nicht hinterherhängen. Da waren doch zwei Jungen bei dem Rennen. Ach ja, der andere ist Michel, unser kleiner Bruder, aber seine Schildkröte ist die volle Pfeife. Die gewinnt fast nie. Die ist so lahm, dass das sogar auf Donatello und Leonardo abfährt. Deshalb muss er sie auch drüben im Kindergarten trainieren. Ich will nicht weiter stören. Dann spiel auch schön mit deiner Schildkröte. Schau mal kurz in das Futter. Da ist auch nur Futter drin, gell? Los, Leonardo, da drüben ist sein Fresschen. Das Zeug stinkt vielleicht. Hi. Hallo, Leute. Darf ich euch Leonardo verstehe, die schnellste Schildkröte von Düsseldorf und ich bin Leo, sein Trainer. Kann ich euch irgendwie helfen? Wie wird man Krötentrainer? Muss man die Schildkröte das mit irgendwelchen Spezialbällen fangen? Wie bei Pokémon? Nein, wir haben die Schildkröten letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Das mit dem Training war Donners Idee. Wir verdienen ganz gut an den Rennen. Davor hatten wir kaum etwas zu beißen. Wenn wir die Schildkröten nicht ausgebildet hätten, wären sie mit Sicherheit in der Suppe gelandet. Oh Gott,
Wie barbarisch! Die niedlichen Kröten. Gibt es irgendwelche Tricks? Gibt's zu. Ihr habt doch sicher ganz besondere Methoden drauf, um eure Schildkröten zur Höchstleistung zu bewegen. Das meiste ist harte Arbeit, aber wenn ihr versprecht, nicht selbst am Rennen teilzunehmen, verrate ich euch einen Trick. Ich verspreche's. Das glaubst auch nur du. Es ist das Futter. Man muss sehr darauf achten, was man den Kleinen zu fressen gibt. Was ist mit mir? Ach, der taugt nichts. Mein kleiner Bruder Michel hat es einfach nicht drauf als Trainer. Okay. Bah, das wollte ich nicht, sorry. So. Okay, es ist das Futter. Was? Nur ein paar alte Lumpen und kaputtes Spielzeug, die armen Kinder. Das ist echt scheiße. Leben hier voll am Limit, ey, die Armen. Nein. Gut, also es liegt am Futter. Ich brauche irgendwas spezielles Futter. Irgendwas muss ich. Muss ich kaufen, um. So, sagen wir jetzt mal dem Michel. Der arme Michel. Da bist du ja wieder. Ja, das wissen wir jetzt auch. Habe ich zufällig irgendwas dabei? Ich weiß was. Ich weiß was, was wir machen können. Wir haben hier doch bei der guten Frau, gab es auch hier eine magische Frucht, die Geschwindigkeit erhöhen kann. Hier die Geschwindigkeit um 3 Punkte erhöhen. Das ist wahrscheinlich jetzt voll an den Haaren herbeigezogen. Aber mal schauen, vielleicht funktioniert es ja wirklich und wir können das jetzt die Schildkröte. Also hier sein Essen präparieren. Ah, shit, das können wir doch auf uns verwenden. Dass es mich also schneller wird, wäre das ganz toll. Hallo. Wir geben jetzt der scheiß Schildkröte das Essen hier. Komm, nimm. Scheiße. Na, lass es mal nochmal hier reingehen. Vielleicht hat der gute Mann noch was für uns. Was wir dem Kleinen kaufen können. Nein, 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 nein. Aber nicht. Ciao. Gut. Was ist hier? Das Inn. Lass uns nochmal hier reingehen und. Oh, der Rank ist weg. Salantin steht alleine da. Kurz auf die Uhr schauen. Was können wir machen? Was können wir machen? Ich nehme mal kurz das mal. Hallöchen. Hallo. Man sieht nur selten unbekannte Gesichter hier in Düsseldorg. Wünscht ihr ein Zimmer für die Nacht? Ja klar. 90 Taler. Deswegen kriegst du auch kaum Besuch. 90 Taler für eine Nacht? Boah, das ist Wahnsinn. Keine Ahnung, warum ich das mache. Aber wir brauchen unseren Schlaf, wisst ihr? So. Gut, alte Freunde, bei den Göttern. Kann das denn möglich sein? Berta, sieh mal. Was ist denn, Rüdiger? Rüdiger? Ich kann das nicht glauben, Rüdiger. Es ist Herr Dankwart. Rüdiger, Berta, ihr seid noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Erlaubt, dass ich euch vorstelle. Das sind meine früheren Diener, Berta und Rüdiger.
Und hier sind Grandi und Libra, denen ich es verdanke, dass ich zu euch zurückkehren konnte. Aber erzählt, wie ist es euch ergangen? Wie es euch ergangen ist? Kommt ihr über die Runden? Es geht, Herr Dankwart. Die Zeiten sind hart für Leute, die euch früher treu ergeben waren. Wir müssen uns dieses Haus mit der Familie Paroli teilen, die genauso arm sind wie wir. Ach, Rüdiger, hör bloß auf, dich zu beklagen. Bitte, Herr Dankwart, erzählt, was euch widerfahren ist. Oh, Leute, ich habe gerade eine Idee bekommen. Der Paroli, das ist doch dieser Abenteurer Ricardo oder wie auch immer. Und der setzt immer auf Donatello. Und Donatello ist immer die Schnellste, die immer gewinnt. Der macht bestimmt irgendwas ins Futter. Bestimmt. Ja, sicher. Ja, sicher. Ihr erinnert euch sicher noch an die Nacht, an der meine geliebte Doria verschwand. Entschuldigt, Dankwart. Lieber und ich kennen die Geschichte ja schon. Wenn ihr erlaubt, sehen wir uns ein wenig im Hause. Ja, natürlich, Grandi. Wie unhöflich von mir. Hallo. Roncarlo, mein Sohn. Bist du das? Nein. Nein, ich heiße Grandi. Ah, entschuldigt bitte, Grandi. Ich bin ein alter Mann. Meine Augen sind nicht mehr so, sind nicht mehr die besten. Roncarlo schaut überhaupt nicht mehr bei mir vorbei, dieser Nichtsnutz. Entweder durchstreift er die Grafschaft auf der Suche nach Abenteuer oder er vergeudet seine Zeit im polierten Panzer. Da verschwendet er sein Geld beim Schildkrötenrennen. Er denkt ja überhaupt nicht an seinen Bruder und seinen Vater, die kaum etwas zu beißen haben. Erlaubt mir euch zu helfen. Ja. 100 ist doch kein Geld für uns. Ihr seid zu gütig, Grandi, obwohl es mein Stolz verbietet. Almosen anzunehmen, zwingt mich der Hunger, euer Geld anzunehmen. Wenn ich euren Sohn treffe, richte ich ihm aus, dass er hier vorbeikommen soll. Shit, ich dachte... Dumme Katze. Ich dachte, ich komme hier irgendwie am... Vergiss bitte nicht, auszurichten, dass er vorbeischauen soll, ja. Komm. Ah, seid ihr wieder. Rüdiger und Werder haben mir berichtet, welchen Zuständen diese Burg herrschen. Überall herrschen Armut und Hunger, aber das Volk wagt es nicht, sich gegen Manfred zu erheben. Sie sind dermaßen verängstigt, dass sie sogar scheuen, öffentlich Kritik an den Zuständen zu üben. Es soll aber ein paar junge Leute geben, die im Untergrund aktiv sind und einen Aufstand planen. Leider wissen Werder und Rüdiger auch nicht, um wen es sich dabei handelt. Wir müssen diese Leute ausfindig machen. Ich muss wieder gehen, meine Lieben. Bitte erlaubt mir, euch 500 Taler aus unserer Reisekasse zu überreichen. Jetzt halt bloß die Klappe, Grandi. Ja, Dankwart. Wir können das unmöglich annehmen. Papalapap, Rüdiger. Ihr Männer und euer Stolz. Du weißt selbst, wie dringend wir das Geld benötigen. Vielen Dank, Herr Dankwart. Wir sind zwar nur ein altes Ehepaar, aber wenn wir euch irgendwie unterstützen können. Danke, Bertha. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber ich möchte nicht, dass ihr euch in Gefahr begebt. Lebt einstweilen und passt auf euch auf. Okay. Gut, Freunde. Wo ist der Kerl, ey? Wir gehen mal kurz wieder nochmal zurück zum polierten... Bla. Das war hier unten da lang. Ja. Hier ist der Kerl auch nicht. Schauen wir uns mal das Futter mal an. Steht nix. Nein. Und auch nicht, okay. Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir ja irgendwie was ein. Also auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause, Freunde. War Honig oder so drin. Lecker Honig. Und dann reden wir auch damit Lasalantin hier. Speichern wir erstmal ab. So. Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr irgendwas wissen wollt oder irgendein paar Tipps habt, was wir untersuchen sollen, wie wir das Schildkrötenrennen irgendwie manipulieren können. Schreibt es einfach rein, ich werde es lesen und versuchen, es umzusetzen. Danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal.